Die Saale Stadthalle ist nicht nur für den berühmten Komponisten Händel bekannt. Halle ist auch eine Medienstadt. Mittendrin das MMZ, das Mitteldeutsche Multimediazentrum. Darin befindet sich das Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaften. Seit 1997 lernen dort Studenten alles über Medien. Doch die Geschichte begann bereits 70 Jahre zuvor, im Jahr 1927. Damals wurde der Vorläufer des heutigen Medienzentrums gegründet, das Institut für Zeitungswesen. Gründer war Max Fleischmann. Auch er hat eine bewegte Geschichte. Der Sohn jüdischer Eltern wurde 1872 in Breslau geboren. Für seine Karriere verließ er aber seine Heimatstadt. Fleischmann studiert von 1891 bis 1894 in Breslau Rechts- und Staatswissenschaften. Nach dem Studium spezialisiert er sich auf Kolonial- und Völkerrecht. Für sein Referendariat zieht er in die Nähe von Berlin. Als ihm dort ein Posten in der Verwaltung angeboten wird, lehnt er jedoch ab. Eine Laufbahn als Verwaltungsbeamter reicht ihm nicht. Fleischmann will Karriere machen. Also geht der Jurist nach Halle und arbeitet dort als Amtsrichter. Doch Fleischmann fühlt sich beruflich nicht ausgelastet. Nebenbei gibt er als Privatdozent Unterricht an der Universität Halle. Der Jurist hat Erfolg. Er ist national und international als Rechtsexperte gefragt. . 1911 scheidet er allerdings freiwillig aus dem Staatsdienst aus und gibt seine Arbeit als Amtsrichter in Halle auf. Er geht nach Königsberg, um als Dozent an der Handelshochschule zu arbeiten. Erst 10 Jahre später kehrt er in die Saalestadt zurück und wird Dekan der Rechtsfakultät. Fleischmann ist zu dieser Zeit als Dozent beliebt und ein angesehener Jurist. Seine Vorgesetzten sind von seinem Können überzeugt. Seiner Eigenart und Vielseitigkeit entspricht es, zu Fragen, die jeweils aktuelles Interesse haben, Stellung zu nehmen. Er beweist hierbei immer eine sehr gründliche Kenntnis des einschlägigen Stoffes, klares Urteil und gutes Darstellungsvermögen. Den Höhepunkt seiner juristischen Karriere erlebt Fleischmann mit 58 Jahren, als er bei der Haager Konferenz mitwirkt, das Völkerrecht zu kodifizieren. Schon seit einiger Zeit beschäftigen Fleischmann aber auch Debatten um Zeitungen und Zeitschriften. In ihm reift die Idee, ein eigenes Institut für Zeitungswesen zu gründen. Im Jahr 1927 kann er seinen Plan endlich umsetzen. Das Institut kommt im heutigen Melanchthonianum am Uniplatz unter. Die Vorlesungen sollen im Dachgeschoss stattfinden. Studierende, die an Vorlesungen über Zeitungswesen ein Interesse haben, wollen sich möglichst bald im Universitätssekretariat melden. Aber nicht nur Studenten dürfen an den Kursen teilnehmen. Auch berufstätige Zeitungsredakteure und Gasthörer sind willkommen. Max Fleischmann selbst arbeitet als ehrenamtlicher Direktor am Institut und verfolgt ehrgeizige Pläne. Das Studium soll praxisorientiert und fächerübergreifend sein. Die Studenten sollen optimal auf einen Beruf im Verlagswesen oder in einer Redaktion vorbereitet werden. Fleischmann will ein einzigartiges Institut, das mit der Konkurrenz aus anderen Städten mithalten kann. Sein Engagement und Tatendrang finden öffentlichen Anklang. Doch schon bald bringt ihn diese Anerkennung nicht mehr weiter.
Fleischmann ist zwar als Jude geboren, hält dies aber geheim und konvertiert früh zum Christentum. In seinen eigenen Schriften zur deutschen Rasse hat auch er den Nährboden für den Nationalsozialismus gelegt. Als Hitler an die Macht kommt, holen ihn seine eigenen Ansichten ein. Durch die Rassengesetze der Nationalsozialisten dürfen Juden keine Ämter mehr besetzen. Fleischmann muss die Leitung des Instituts für Zeitungswesen abgeben. Sein Nachfolger wird sein ehemaliger Assistent Theodor Lüdecke, der im Gegensatz zu Fleischmann Mitglied in der NSDAP ist. Doch damit nicht genug. Fleischmann muss nicht nur sein Lebenswerk aufgeben, sondern auch mit ansehen, wie eben jenes Institut, um das er hart gekämpft hat, allmählich pleite geht. Im Jahr 1935 muss er seine Karriere endgültig beenden. Er erhält Post vom Reichsministerium. In dem Schreiben wird ihm mitgeteilt, dass sein Lehrstuhl gestrichen und er von all seinen amtlichen Pflichten entbunden wird. Wegen seiner jüdischen Herkunft wird er zwangsweise in den Ruhestand versetzt. Ein Jahr später verliert er seine Lehrerlaubnis komplett. Fleischmann kämpft jedoch gegen das erzwungene Ende seiner Laufbahn. Dass er Jurist ist, kommt ihm dabei zugute. Dennoch erzielt er nur einen Teilerfolg. Er darf zwar offiziell in Rente gehen und ist dadurch finanziell abgesichert, seine Karriere aber ist vorbei. 1941 muss er seine Wohnung in Halle aufgeben. Fleischmann zieht wieder nach Berlin. Dort soll er Kontakte zum Widerstand und eine Verfassung für ein hitlerfreies Deutschland ausgearbeitet haben. Der Entwurf ist jedoch verschollen. Am 14. Januar 1943 besucht Fleischmann den ehemaligen Reichsjustizminister Eugen Schiffer in Berlin-Charlottenburg, der, wie er, ein jüdischer Jurist in Halle gewesen ist. Eine Hausdurchsuchung der Gestapo, die eigentlich seinem Freund gilt, endet für Fleischmann tragisch. Weil er den Judenstern nicht trägt, will die Gestapo ihn festnehmen. Fleischmann flüchtet ins Badezimmer und begeht Selbstmord. Nach dem Ende der NS-Zeit wird Fleischmanns Lebenswerk, das Institut für Zeitungswesen, endgültig geschlossen. Es wird 49 Jahre dauern, bis in Halle wieder ein Medieninstitut gegründet wird. An Max Fleischmann erinnern heute eine nach ihm benannte Straße im Paulusviertel in Halle und ein Stolperstein am Rathenauplatz.